Hallo liebe Freunde, hallo liebe Gastronomen, mein Name ist Frank Rosin und ich bin seit 33 Jahren Gastronom und Unternehmer. Ich muss hier einfach jetzt mal sprechen. Dass die Mehrwertsteuer am 1. Januar erhöht wird, ist eine absolute Katastrophe. Herr Bundeskanzler, liebe Bundesregierung, Sie vergehen sich hier gerade an der Wirtschaftskompetenz Deutschlands. Und da spreche ich nicht nur von Gastronomen, sondern auch alles, was damit zu tun hat, dass wir irgendwie unseren Arsch hier hochkriegen können. So kontraproduktiv, wie hier von Ihnen gearbeitet wird, ja, das ist keine Basis für die Zukunft. Da sind keine Ziele, da ist keine Hoffnung und da ist auch keine Leidenschaft. Wer soll sich das denn noch leisten? Kein Mensch geht mehr essen, wenn die Speisenkarten der Nation so teuer sind. Und Essen, ja, wenn man sich buchstäblich Essen nicht mehr leisten kann. 30-40% der Restaurants werden abgeschafft und das bedeutet, dass letztendlich Steuereinnahmen fehlen und das Ganze kontraproduktiv ist. Ich habe Angst um meine Kollegen und ich habe Angst um diese Branche. Wir müssen daran jetzt arbeiten. Das, was hier passiert, ist wie bei Rosins Restaurants. Ja? Inkompetenz trifft Entscheidungen. So kommen wir nicht weiter.